da bist, hier in meinem Podcast Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski, und ich helfe vorrangig Frauen dabei, ja, sich ihren Himmel auf Erden zu kreieren. Das heißt, zu erkennen, wer sie wirklich sind, ihr wahres Selbst zu entfalten und zu leben, um in Fülle zu leben, in Leichtigkeit, in Freude, bedingungslose Liebe und einfach Verbundenheit. Ja, und diese Folge widme ich der lieben Silke, die mir eine Frage per Mail geschickt hat, die ich mir selbst lange Zeit gestellt habe. Und ich glaube, dass sie für viele interessant sein kann, vielleicht auch für dich, nämlich die Frage, wie passt es zusammen, in Hingabe zu leben und dennoch unsere Schöpferkraft zu nutzen? Oder sind wir dann überhaupt Schöpfer oder sind wir dann nicht Opfer? Also wenn eh alles schon festgelegt ist sozusagen, oder darf ich jetzt überhaupt noch visualisieren? Ich erkläre das gleich beim Start der Folge, möchte aber unbedingt an der Stelle noch das hinweisen, was zeitlich begrenzt ist, nämlich die Anmeldemöglichkeit zu dem Online-Workshop Intuitionsguide. Der findet nämlich statt am 20. Februar, einen Samstag von 14 bis 20 Uhr. Ist aber auch spannend für dich, wenn du jetzt zu der Zeit nicht kannst und alles in dir resoniert. Also du bist nicht auf diese Zeit festgelegt. Umso mehr live dabei sind, umso schöner, ja, desto besser auch von der Energie und für mich schön, einfach mit euch in Verbindung zu sein. Aber alles wird aufgezeichnet und den Teilnehmern dann im Anschluss zur Verfügung gestellt, samt PDFs als Reminder und die Meditation und Übung, die wir da machen, weil du mit dem Intuitionsguide alles an die Hand bekommst, was du meiner Meinung nach brauchst, auch wenn brauchen so ein Mangelbegriff ist. Brauchen ist eigentlich doof, ja, aber dein Herz weiß genau, was dich finden darf. Deswegen brauchst du es auch nur, wenn du resonierst. Ja. Und es geht einfach um die Tools, die ich alle zusammenfassen werde, mit denen ich mein Leben meistere und wie wir uns ja in diese Freiheit bringen, in die innere sowie die äußere Freiheit. Und ja, um einmal zu prüfen, ob der Intuitionsguide für dich überhaupt passend ist, kannst du einmal reinspüren, ob wir Seelenschwestern sind. So, was meine ich damit? Seelenschwestern sind für mich Frauen, die sich selbst schon immer irgendwie anders fühlten, die versucht haben, reinzupassen, vor allen Dingen in der Kindheit und Jugend, aber entweder kläglich gescheitert sind oder wenn sie es geschafft haben, irgendwo reinzupassen, dass sie sich tief im Inneren nicht wohlfühlen damit. Ja, wenn du hochsensibel bist, also einfach sehr, sehr viel fühlst und oft das Gefühl hast, zu viel, fühlst zu viel, du bist mega empathisch, bist tierlieb, bist gerne in der Natur, tankst auf, wenn du alleine bist, also bist lieber allein als unter Menschenmassen. Es kommt aber auch auf die Menschen drauf an. Ja, und wenn du mit all dem resonierst und wenn du gleichzeitig diesen Sog hast, in Freiheit zu leben, innere wie äußere Freiheit, in Liebe, in Leichtigkeit, dann schau unbedingt rein. Ja, der kostet der Workshop nur 89 Euro, weil es mir wichtig war, das allen möglich zu machen, die in Resonanz gehen. Alles Weitere findest du auf meiner Website. Ich verlinke dir das auch, ansonsten unter sararogalski.com. Und ja, jetzt springen wir mal rein, würde ich sagen, in die neue Folge. Und ich freue mich total, das mit euch zu teilen, weil ja, mein Leben nimmt mal wieder spannende Wendung. So, dann legen wir doch mal los. Jetzt nach einer für mich Unterbrechung von vielen Stunden zwischen Intro und jetzt und für dich geht es in einem Zuge weiter hier mit dieser Folge. Und ja, die Folge ist inspiriert, einmal durch die Frage von der lieben Silke, vielen Dank für die Inspiration, und auch durch ein Erlebnis, was bei mir vor kurzem stattgefunden hat. Und das Spannende ist, wie immer,
dass wirklich ja nichts ohne Grund geschieht und für mich persönlich auch alles dem göttlichen oder dem universellen Timing unterliegt, weil als ich die Frage von Silke bekommen habe, da bin ich sofort stark in Resonanz gegangen und wusste, okay, darüber werde ich eine ganze Podcast-Folge veröffentlichen. Und es war aber so ein noch nicht. Und es ist jetzt schon einige Wochen her und jetzt passiert etwas in meinem Leben. Und ich so, ja, und das ist jetzt das perfekte Beispiel. Und daher werde ich so ein bisschen mischen. Ich mag mir damit starten, was Silkes Thema ist, also wie sie überhaupt auf die Frage gekommen ist. Und vielleicht findest du dich darin wieder, ja, weil bei Silke ist es gerade so in ihrem Leben, dass sie eine neue Wohnung sucht. Und ich ja nun aber mehrfach gesagt habe, an unterschiedlichen Stellen, wir sollen nicht visualisieren, also ich mache kein Vision Board mehr und pipapo, wobei ich habe natürlich nicht gesagt, visualisiert nicht oder so. Ich sage ja immer das, was ich für mich erfahre, erlebe und möchte das heute ein bisschen klären, auch ergänzen und noch spicken mit ganz neuen Informationen, die zu mir durchgedrungen sind. Und wo fange ich da am besten an? Weil erstmal kann ich sagen, dass das eine, also in Hingabe leben, das andere nicht ausschließt. Und wenn du das vielleicht von mir noch gar nicht mitbekommen hast und du denkst, hä, wie, nicht visualisieren und was heißt es überhaupt? Es gibt ja das Gesetz der Resonanz, ja, es gibt ja die ganzen hermetischen Gesetze, die alle existieren, wo jetzt auch immer mehr Menschen darüber Bescheid wissen, das neue Bewusstsein kommt auf die Erde. Es existiert, ja, genau wie das Gesetz der Schwerkraft, was uns allen bekannt ist. Und so existieren eben auch die Gesetze wie das Gesetz der Resonanz. Was heißt, Gleiches zieht Gleiches an, also das, was du an Schwingung ausstrahlst, ziehst du an. Und das können wir uns zunutze machen, zum Beispiel ein Vision Board erstellen, visualisieren, uns da reinbegeben mit materiellen oder immateriellen Dingen, dass du dir vorstellst, welches Auto du gerne hättest, welche Wohnung, welches Haus, welchen Partner, welchen Job, welche Freundschaft oder was auch immer. Nur, das Ding ist, das funktioniert auch alles, aber wenn wir das auf Krampf machen, aus dem Ego heraus, und das ist meine Erfahrung, die ich jetzt an mehreren Stellen mit der Welt, mit euch geteilt habe, zum Beispiel auch im Life-Changing Silvester-Event, das findest du auf meinem YouTube-Kanal, da gehe ich ganz detailliert auf meine Sichtweise drauf ein. Denn wenn wir Dinge aus dem Ego kreieren, dann geht das nach hinten los. Erstens habe ich die Erfahrung gemacht, dass es bei mir persönlich gar nicht mehr möglich ist. Ich kann die Dinge nicht mehr visualisieren, was sich einfach nicht stimmig anfühlt. Also auch wenn der Kopf denkt, ja, das ist jetzt, das will ich jetzt, das würde mich jetzt glücklich machen, es findet gar keinen Anklang mehr in mir. Und wenn ich mich da nicht reinfühlen kann, dann kommt es auch nicht zu mir. Es hat aber früher funktioniert. Ja, wir brauchen diese Dramen, um zu erwachen. Umso erwachter ein Mensch ist, desto weniger funktioniert es, das zu erzwingen mit dem Ego. Was aber nicht heißt, dass wir diese ganzen Techniken nicht mehr nutzen können oder nutzen sollen. Ganz im Gegenteil, das eine schließt das andere nicht aus. Für mich fühlte es sich jetzt, ja, bestimmt schon 2 Jahre, gar nicht mehr stimmig an, irgendwie mir ein Vision Board zu machen oder. Ich habe hier witzigerweise rechts neben mir noch eins hängen. Das ist das Letzte, was ich gemacht habe. Und jetzt kommt aber wieder der Punkt, wo ich spüre, jetzt habe ich da voll Bock drauf. Und ich bin dabei, etwas anderes zu machen. Also ich habe mir meine Vision aufgeschrieben und suche mir Bilder zu und mache mir so eine Art Mappe, weil ich habe da so Lust zu. Das ist gerade im Flow und es fühlt sich so stimmig an. Und das ist das, was ich persönlich mit dir teilen mag, warum sich das jetzt so wunderbar mit Silkes Frage ergänzt, weil wir sind ja diese Schöpfer, wir sind diese eine Quelle und haben uns eins entschieden, in die Trennung zu gehen. Und wir geraten ins Vergessen. Wir kommen als vollkommene Wesen in diese unvollkommene Welt, ja, voller Dualität und so weiter, verstricken uns immer mehr. Wir kommen mit offenem Herzen
erfahren emotionalen Schmerz und lagern immer mehr Schleier über unseren Wesenskern, den wahren Wesenskern ab, sodass wir uns vergessen. All diejenigen, die zu mir finden, es geht gar nicht anders, Gesetz der Resonanz, ja, auch das Schwingungsgesetz, als die Menschen, die dabei sind, sich zu entwickeln, also auch wenn du dich im Intro schon wiedererkannt hast, die sich nach Freiheit sehnen, nach Liebe, nach ihrem wahren Sein. Du entpellst dich. Und es geht gar nicht anders, als dass, wenn du deiner inneren Stimme, also deiner Intuition folgst, sie dich zu deinem Himmel auf Erden führt, deinen ganz eigenen. Und damit meine ich ebenso die innere wie die äußere Freiheit. Und das ist für jede Person, für jedes Wesen etwas anderes. Das ist meiner Wahrheit nach das, was der göttlichen Ordnung unterliegt. Das, was dein Herz mitgebracht hat. Für den einen ist es eine Karriere als Musiker, für den anderen ist es Koch, Köchin zu sein, für den anderen ist es einen Podcast zu machen. Ja. Also für jeden Menschen ist es was völlig anderes, aber es kommt dann aus dem Herzen, es erfüllt. Und ich erlebe gerade mal wieder was mega Spannendes und dazu passt die Botschaft, die ich bekommen habe, die ich hier unfassbar gerne mit dir teilen möchte, weil ich merke gerade, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich meine Schöpferkraft wieder immens benutze. Und das letzte Jahr 2020, das stand für mich wirklich unter dem Stern Hingabe. Einfach nur mich dem Leben hingeben. Nichts wollen, nichts fokussieren, einfach sein, dem Herzen folgen. Das hat für krasse Transformationen gesorgt. Also für die höchsten Glücksmomente und den tiefsten Schmerz. Und alles war gut. Ich sitze hier, ich lächle und denke mir, krasser Scheiß. Es ist wirklich wahr, es ist ein krasser Scheiß, was da 2020 passiert ist. Holy shit, also das war selbst für meine Verhältnisse. Bei Sarah ist immer viel Veränderung, ja, das wundert niemand mehr. Aber das war, also da gucke ich auf mein Leben und denke, okay Sarah, das war selbst für dich hardcore, ja. So. Und 2021 steht für mich unter einem ganz anderen Stern. Und das ist für mich ein neues Land, welches ich entdecke, auf das ich mich mega freue, Respekt davor habe, mich aber wahnsinnig freue. Es ist, ich blicke gerade in dem Moment auf Alani. Falls du es nicht mitbekommen hast, Alani ist Anfang Dezember bei uns eingezogen. Es ist eine kleine Zwergspitzhündin, ja, in einem ganz unscheinbaren Outfit hier, also die körperliche Hülle meine ich. Sieht aus wie ein kleiner Fuchs und sie hat für mich dieses 5D-Bewusstsein. Also wenn ich sie angucke, sie ist für mich die Verkörperung von Leichtigkeit, Lebensfreude, einfachem Hier und Jetzt sein, bedingungslose Liebe und sie ist so resonanzfrei. Also sie reagiert wie der allerklarste Spiegel den Wesen gegenüber und ist aber auch, ich kann sie kaum beschreiben, ich habe auch in einer der letzten Folgen über sie gesprochen. Sie ist was ganz Besonderes. Und jeder, der Alani kennenlernt, will sie uns abkaufen. Leider ist sie unbezahlbar. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. So, aber du kennst das und weißt, was ich meine. Ja, und Alani ist ja nicht ohne Grund zu mir gekommen. Ja? Und dieser Hund, das passt auch wieder zu Hingabe Next Level, weil es war überhaupt nicht geplant, einen zweiten Hund uns anzuschaffen. Und wenn schon gar nicht ein Zwergspitz. Ja? Alle, die mich kennen, wissen, ich bin eher pro Tierschutz, pro große Hunde, Hütehunde und so weiter. Und ja, aber ihr kennt mich auch mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Es sei denn, das ist die erste Folge, die du hörst. Aber für mich kommt es ja immer auf die Seele drauf an, auf das Gefühl und ja, genau, das ist einfach, ja, es schwingt und es ist wundervoll und ich könnte es mir nicht besser und schöner jetzt vorstellen. Und Alani hat mir diese Botschaft übermittelt. Ich muss dazu sagen, dass ich jeden Morgen meditiere, also in die Stille gehe,
für mindestens eine halbe Stunde, wenn es gut läuft, eine Stunde, also wenn mich meine Tochter lässt. Und da bekomme ich unterschiedlichste Botschaften. Und letzt hat mich eine überrascht von Alani. Es waren jetzt mittlerweile 3 Stück, glaube ich. Und die passen aber alle irgendwie zusammen, also die gehören alle zusammen. Ja, und es war super, super spannend, weil Alani vermittelte mir quasi, dass wir völlig freie Schöpfer sind, wenn wir entwickelt sind. Das heißt, wenn wir all diese Hüllen haben fallen lassen, bald kommt ja wieder Heile dein Herz, ein Online-Programm, also da sind die Tore schon offen, du kannst dich also schon anmelden bis zum, lass mich nichts Falsches sagen, Anfang April auf jeden Fall. Ich glaube, bis Karfreitag kann man sich anmelden. Und da geht es genau darum, sich zu entwickeln, wie wir mit den Triggern umgehen und all das. Und dann kamen Dinge hinzu und du merkst, ich hoffe, ich verzettel mich jetzt nicht allzu sehr. Denn in meinem Herzen wohnt seit meiner Kindheit eine Vision. Und das, was ich Ende 2020 erlebt habe, das war, ich habe den Monster-Trigger bekommen im Außen durch eine Person, wofür ich jetzt sehr dankbar bin, die einen ganz alten Schmerz aktiviert hat, sodass ich ihn loslassen konnte. Das war krass. Das war richtig krass. Und diese ganze Begegnung mit dieser Person hat mir aber noch mal mehr gezeigt, was ich mir wahrhaft wünsche. Und ich habe das dann alles so wirken lassen, losgelassen. Und dann kam eben auch in so einem stillen Moment am Morgen, kam diese Vision wieder und ich dachte, das gibt's doch nicht. Weil diese Vision, ich habe gedacht, ich habe die gelebt und dadurch, dass ich sie gelebt habe, das mit meinem Ex-Mann, hatte ich sie gelebt mit dem Haus, mit dem Hof. Ich habe gedacht, okay, das war das, das hat mich dahin geführt, mein Herz, und das hatte ich jetzt und deswegen bin ich davon frei. Und jetzt merke ich, nein, es war noch nicht da. Und das war auch übrigens der Grund, warum ich diesen Hof, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit der ganzen Trennungsgeschichte, ich wollte diesen Hof unbedingt kaufen, also wollte meinen Ex-Mann quasi auszahlen und es sollte aber nicht sein und ich wurde dann ausgezahlt. Jetzt denke ich mir auch, Gott sei Dank, und ich verspreche dir eins, auch wenn du es nicht verstehen kannst, wenn dir schlimme Dinge widerfahren und wir gehen dann ja oft in so eine Opferhaltung, in ein, oh, ist das wirklich alles so, können wir wirklich dem Leben vertrauen? Also auch, ne, wenn dein Urvertrauen ins Schwanken gerät. Ich kann dir vergewissern, das Leben ist immer für dich. Immer. Weil alles, was du nicht bekommst, auch wenn du denkst, das Ego ist dann fasziniert und das Ego hat perfekte Pläne, wenn du denkst, das ist perfekt, genau das, genau dieser Partner, genau diese Freundin, genau dieser Job, genau diese Wohnung, genau dieses Haus, bla 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 bla. Aber wenn es dir dann verwehrt bleibt, es dich verlässt, dann ist das für dich, dann ist es göttlicher Schutz, weil etwas viel Besseres auf dich wartet. Wir dürfen nur lernen, den Blick von der verschlossenen Tür zu wenden, in der Gewissheit, da wird bald eine viel bessere Tür für dich aufstehen. Es ist gut, dass sie abgeschlossen ist, weil sonst würdest du die andere gar nicht durchschreiten können. Und bei mir zeigt sich jetzt diese Vision aus meiner Kindheit und ich habe das Gefühl, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich das sage, dass ich jetzt ready dafür bin. Jetzt. Nicht früher. Kein Monat. Keine Woche früher. Ich fühle mich jetzt ready. Ich weiß, es wird nicht in den nächsten Wochen, Monaten passieren. Ich spüre aber ganz genau, wann es passieren wird. Und ich bin sehr gespannt. Wirklich sehr gespannt. Und diese Vision, ich nehme euch da mit Sicherheit mit auf die Reise, aber jetzt ist es für mich noch wie so ein kleiner geschützter Samen, ja, der da unter der Erde noch im Dunkeln verborgen ist. Und er wächst. Und eine Sache möchte ich noch mit dir teilen. Und dann möchte ich dir auch verraten, wie ich jetzt aktiv meine Schöpferkraft nutze. Und das schließt eben das mit der Hingabe nicht aus. Was es ausschließt, ist, wenn du lernst,
du musst ein Dankbarkeitsjournal führen, du musst diese Meditation machen, die hat mir geholfen, das hat mich zum Erfolg gebracht, das hat mir meinen Traumpartner gebracht, ein Vision Board, aber du fühlst es nicht, dann ist das nicht dein Weg, nicht jetzt. Vielleicht irgendwann, aber zwinge dich nicht. Wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, jeden Morgen in die Stille zu gehen, dann mache ich das nicht mehr, bis es mich wieder ruft. Ich mache auch alle Nase lang mal ein Dankbarkeitsjournal. Manchmal packt es mich und dann tut es mir voll gut, aber irgendwann merke ich, ach nö. Und wenn ich mich dann zwinge, es bringt nichts Gutes, weil du steckst ja die Energie da rein. Es geht immer nur um deine Energie. Und jetzt möchte ich mal wieder ganz authentisch und ehrlich etwas mit dir teilen, ja, was einem normalen Menschen vielleicht unangenehm sein könnte. Also ich merke natürlich bei mir auch, ist immer so, aber ja, wenn man etwas öfter macht, dann irgendwann gewöhnt man sich dran. Und zwar, also auch zu den Phasen, deswegen erzähle ich dir das auch, es gibt ja immer so Phasen, wo wir unklar sind. Weil wir hören auch ganz oft in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene, in der spirituellen Szene, du musst genau wissen, was du willst. Du musst Zielklarheit haben. Ja, aber wenn du die nicht hast, ist scheiße. So, was passiert dann? Wir gehen in die Ablehnung. Und das ist dann noch blöder, weil es kommt nur auf deine Energie drauf an. Und es drückt deine Energie, weil dann bist du in Ablehnung. Ich muss Zielklarheit haben. Aber glaube mir, auch diese Phasen gehören dazu. Sie gehören zu deinem Leben. Und ich hatte diese Phase jetzt sehr lang. Ich gar nicht wusste, ich war auch im Hingabe-Next-Level-Modus und das war stimmig. Genau das. Und ich habe gedacht, ich lasse mich jetzt immer so treiben. Auch das. Falsch gedacht, ja. Und dann kam Alani mit ihrem neuen Bewusstsein, mit wenn du entwickelt bist, dann wirst du zum bewussten Schöpfer. Und auf einmal taucht meine Vision wieder auf. Und auf einmal kommt dieser Drang, wieder dieses, kein Vision Board zu machen, aber diese Visionsmap oder wie auch immer man das nennen will. Ich mache das einfach wie ein Kind, spielerisch. Ich habe auch, wenn ich mit Mila, mit meiner Tochter male, ich habe ganz oft diese Vision aufgemalt. Und ich habe das so im Herz. Und das ist auch tatsächlich, ich habe so eine Gewissheit. Das ist für mich gar keine Frage, ob das eintritt, sondern nur wann. Also das ist, ich bin mir so sicher, wie wenn ich im Internet irgendwo bei einem Online-Shop eine Kleinigkeit bestelle und ich mir 100% sicher bin, es kommt an, so sicher bin ich mir wohl, dass eine riesige Vision ist. Aber das ist für mich völlig safe. Und das zeigt mir, das sind die Dinge, die kommen aus unserem Herzen. Nicht, wenn wir die großen Zweifel haben, dann ist es oft aus dem Ego geboren. Weil wenn ich daran denke, ich habe ja auch versucht mit dem Kopf damals, mir das zu visualisieren, dass ich meinem Ex-Mann das Haus abkaufe. Ich habe da so viele Meditationen gemacht, visualisiert und so. Ja, so. Jetzt sitze ich hier in meinem Miethaus. Und das war aus dem Ego, das war voller Zweifel, das war auf Krampf und Kampf und Anstrengung. Nein, so funktioniert das nicht. Lebe im Fluss. Und übrigens, ich bin jetzt auch nicht so in Freude, weil diese Visionen kommen und das. Nein, auch dazwischen, alle Phasen, das ist das Leben. That's part of the game. Genieß das alles, das ist das Spiel. Vielleicht passiert das auch gar nicht mit meiner Vision. Ja und? Dann habe ich jetzt eine Menge Spaß. Also werde nicht erwachsen, aber ich habe so eine innere Klarheit. Ja, natürlich kommt das. Natürlich. So. Und genau das, was jetzt passiert ist, ich bin gerade mitten in einer Darmreinigungskur, das war so am Rande erwähnt, und ich habe jetzt 4 Tage Fasten hinter mir, und Fasten ist ja auch Ballast loslassen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und emotional kam da so ein Batzen, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, also so das dunkelste Dunkle kam hoch und mir ging es echt dreckig. 2 Tage lang ging es mir richtig dreckig emotional. Ja, und es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe mich dem hingegeben. Und auch in diesem es hat gedauert, hat sich mir auch noch mal was ganz Altes gezeigt, was sich aber auch dadurch dann gelöst hat. Ja, ich hatte so ein Thema, wirklich dieser Dunkelheit hingeben. Und immer nur, ich will immer nur das Licht. Und das, ne, da hatte ich so ein eigenes Thema. Und naja, ich bin da dann voll rein. Und ich muss dazu sagen,
es hat, jetzt kommt mir gerade diese Erinnerung, das, was ich mit dir teilen will, weil auch über das, wenn du weißt, was du nicht mehr willst, kriegst du totale Klarheit darüber, was du willst. Wenn du gerade in so einem, in so einer Phase von Opferbewusstsein bist oder ein, manchmal denken wir auch, ja, aber wie soll das denn gehen? Und dann ist das okay, dann darf das sein. Du musst nicht hier heute eine Entscheidung treffen oder die ganze Lösung haben. Das muss nicht. Alles kommt zur richtigen Zeit, auch alle Antworten, auch alle Klarheit, alle Entscheidungen. Wenn es jetzt nicht da ist, ist es jetzt nicht da. So, und ich hatte wirklich so ein, das war wirklich ein magischer Moment, das war wie so ein Wunder. Ja, weil ich habe auch in dieser Fastenzeit, in dieser dunklen Zeit, ich mag den Winter nicht und es hat mehrere Gründe. Ist jetzt eigentlich auch wurscht, aber es hatte auch was damit zu tun, dass ich mich schwer diesem Dunklen hingebe. Also ich habe immer so ein Bild im Kopf gehabt, dass es dann so ruckelt. Ne? Also der Gang geht zwar rein, ich gebe mich dem dann auch hin, aber es ist nicht so geschmeidig, wie wenn ich jetzt den Gang Fröhlichkeit, Leichtigkeit einlege, so ungefähr. Das Bild, das passte da ganz gut dazu. Genau, und jetzt muss ich den Faden wiederfinden. Genau, ich sehe mich da gerade, den einen Morgen. Und ich hatte echt schlechte Laune, immer noch am Fasten. Das war, glaube ich, der letzte Fastentag. Und dann habe ich meine Tochter für den Waldkindergarten angezogen. Es war saukalt, es wird ein Minusgrade. Und ich habe sie richtig, richtig dick angezogen. Und auch im Winter, ich habe ganz oft schon gesagt, ich bin gar nicht für dieses Land irgendwie geboren. Ja, egal. So, auf jeden Fall hat es mich so genervt. Also ich friere die ganze Zeit. Ne? Meine Hände sind rissig, ich habe trockene Haut, meine Haare fliegen. Und ja, dann musste ich Mila da einpacken in ihren 1 Million Schichten. Dann hat das gekniffen und das geklemmt und dann musste man das nochmal ausziehen. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um das Kind irgendwie anzuziehen. Und ja, hatte eh diese ungute Laune. Naja, dann habe ich das auch mit Mila offen geteilt, weil das war übrigens, das mal hier ganz kurz am Rande, aber ich glaube, da mache ich nochmal eine extra Folge oder so drüber, weil das war ganz, ganz magisch, auch diese Erkenntnis für mich, dass Nähe schafft, wenn wir uns das erlauben, diese dunklen Phasen, und uns erlauben, das auch zu teilen, das auszusprechen, weil wenn wir es runterschlucken, dann bringt es Trennung. Wenn wir es aber offen aussprechen, bringt es Nähe. Das ist meine Erfahrung. Naja, und dann habe ich das halt Mila gesagt und sage ja auch immer, es hat nichts mit dir zu tun und wie es mir einfach gerade geht und mir geht es auch gleich besser. Aber einfach darüber sprechen, und dann merke ich, also wenn ich das runterschlucke bei Mila, dann wird sie, dann übernimmt sie das und spiegelt mir das. Aber wenn ich es einfach ganz offen ausspreche, dann ist sie total geduldig und liebevoll mit mir und sagt, ja Mama, und ich mache jetzt auch ganz schnell oder ich mache dir da und da, und dann hilft sie mir. Und ich sage dann auch so, oh ja, danke, das ist total lieb von dir. Und oh, ich weiß auch nicht, ne, jetzt ist echt schlechte Laune, ich mache gleich was, dass ich wieder bessere Laune kriege und so. Naja, und dann bin ich ins, also dann wurde sie abgeholt von ihrem Papa, der sie halt immer in den Wald bringt. Und dann kam ich hier rein und sehe, und ich hatte einen Termin und wollte es mir kuschelig hier im Wohnzimmer auf der Couch machen. Und da war alles durcheinander, ein totales Chaos, wie halt jeden Tag. Ja, wenn mein kleiner Wirbelwind hier durchtobt. Und ich hatte einfach keinen Bock. Ich war so gereizt. Und dann habe ich das Sofa wieder gerade gerückt und habe einen Heulanfall bekommen. Aber einen, vielleicht kennst du das, so einen befreienden. Was einfach rausgelassen. Das war auch echt nur eine Minute oder so. Und habe immer wieder nur gedacht, so will ich nicht mehr leben. So will ich nicht mehr leben. Also das klingt jetzt sehr dramatisch, ne? Ich bin sehr dankbar für mein Leben und für alles, was da ist. Und, aber ich meinte dieses, ey, jeden Tag immer nur aufräumen und in dieser Kälte und das alles. Und dann hat mir das auf einmal wie so eine Tür geöffnet. Und dann habe ich das rausgelassen. Und dann hatte ich echt so, okay, ja, so will ich nicht mehr leben. Aber wie denn dann? Und dann war so viel Klarheit da. Echt, dann saß ich grinsend auf dem Sofa und dann kam meine Vision wieder. Ich dachte, ja, geil, genau das und das will ich und das und genau so. Und seitdem bin ich in so einem Flow. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu kreieren. Ich habe ich habe gar keine Lust, schlafen zu gehen. Ja? Normalerweise, jetzt ist es 20.02 Uhr und normalerweise bin ich um die Uhrzeit platt zu dieser Jahreszeit. Kann gar nichts mehr machen.
Und ich bin einfach nur im Flow. Ich will einfach nur kreieren, erschaffen, visualisieren. Ja, und jetzt merke ich diese Vision. Ich merke, ich will die bildlich machen. Ich gucke nach Fotos. Ich drucke mir das aus. Ich schreibe es mir auf. Ich male Bilder. Aber einfach aus der Freude. Nicht, weil ich... Also ich weiß, das würde jetzt auch zu mir kommen, wenn ich das nicht machen würde. Ich mache das jetzt nur. Ich nutze die Tools, um der Freude zu folgen, weil das einfach Spaß macht. Und auch das Visualisieren. Ich visualisiere es mir auch, aber nicht, weil ich weiß, das muss man jetzt so machen, damit das passiert, sondern weil es so Spaß macht. Ich kann gar nicht anders. Ich habe ganz oft Tagträume, dass ich da bin in diesem Leben und fühle das. Das heißt, liebe Silke, an dich, mach das jetzt mal ganz praktisch an deinem Beispiel mit der Wohnung. Spür, stimmt das jetzt? Ist es dran? Weil mein Ego könnte jetzt auch sagen, ich will das sofort. Ich fühle aber, das dauert noch ein bisschen, eine ganze Weile sogar. Über ein Jahr wird es bei mir noch dauern, bis es da ist. Und ich habe Geduld, weil ich weiß, göttliches Timing. Alles kommt zur richtigen Zeit. Und daher immer reinspüren. Ist es stimmig? Ist es ein Krampf oder geht es leicht? Das ist dein Indikator. Geht es leicht? Und gib dich dem hin. Wenn du gerade nur Serien gucken willst, gib dich dem hin. Wenn du gerade nur heulen willst, gib dich dem hin. Wenn du gerade einfach dich nur mal auskotzen willst, gib dich dem hin. Aber wenn du tanzen willst, lachen willst, irgendwas willst, dann gib dich auch dem hin. Hingabe schließt die Schöpferkraft nicht aus, sondern ein, weil das Ding ist, du kannst nichts anderes anziehen als das, was deinem wahren Wesen entspricht. Deswegen ja auch der Podcast-Dame, folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Denn wenn du deinem Herzen folgst, dann ziehst du all das in dein Leben, all die Dinge auch, die dich triggern, die dich heilen, die dich befreien. Ja, wenn du da tiefer eintauchen möchtest, schau dir unbedingt Heile dein Herz an, dann machen wir das intensiv und ich begleite dich dabei. Und wenn dein wahrer Kern, dein Herz, wenn dein wahres Selbst zum Vorschein kommt, ziehst du diesen Himmel an, dann lebst du den in Leichtigkeit, in Liebe, Freude. Und ich freue mich unfassbar, dich da mitzunehmen auf diese Reise und dich zu begleiten auf deiner Reise, dich zu motivieren, zu inspirieren, dich immer wieder zu erinnern. Und ich habe noch eine Herzensbitte an dich. Wenn dir die Folge was geschenkt hat, teile sie unfassbar gerne mit Menschen, wo du das Gefühl hast, die könnte gerade hilfreich sein. Kommentiere bei Facebook, Instagram, folge mir super gerne, weil ich möchte, dass wir alle uns selbst leben. Ein Leben aus dem Herzen leben, uns gegenseitig inspirieren, weil das bringt Heilung. Wenn du dich heilst, heilt automatisch die Welt. Ja, willst du die Welt verändern, beginne bei dir. Du machst diesen Unterschied und ich sehe dich. Ja, deswegen nimm dich an, egal in welcher Phase du gerade steckst. Alles gehört zu deinem Weg, zu deinem Sein. Und damit schließe ich, wenn ich dich an die Hand nehmen darf. Intuitionsguide. Ich sage es noch einmal zum Abschluss. Spüre rein, schau auf meine Website super gerne. Und vielleicht sehen wir uns da am 20. Februar. Ich würde mich riesig freuen. Und wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge jetzt gehört hast. Und vielleicht bis ganz bald.